Ja, hallo und herzlich willkommen bei Breath of Fire. Und diesmal habe ich wieder eine Überraschung für euch, nämlich einen Experten an der Angel. Neben Revenite gibt es da nämlich noch mehr. Stell dich doch einfach mal vor, geschwind. Ja, hier ist The Shepherd 82, der die Steffi auf einem Teil ihrer Reise begleiten mag. Und ich muss hier eben noch ganz unprofessionellerweise den Sound ein bisschen runterdrehen. Ist dann doch ein bisschen laut. So, jetzt. Von meiner Seite ist alles in Ordnung, also ich klinge schick. Du klingst schick? Gut. Ja, okay. Sehr gut. Ich habe den Shepherd natürlich auch schon längst unterwiesen, wo wir sind. Und wo wir hin müssen, weiß ich nur so ungefähr. Aber deswegen habe ich ja den Experten. Genau. Wir werden den richtigen Weg finden. Genau, weil hier habe ich das letzte Mal alles beseitigt da. Was läuft da jemand rum? Das ist Rents Mama. Die kannst du zur Vorsicht, weiß ich nicht, ob du das letzte Mal schon gemacht hast, nochmal ansprechen. Ja, machen wir sicherheitshalber nochmal. Na Mann, da müssen wir. Genau, das ist ein Stück weit von hier weg. Eine, ja, sieht aus wie eine Höhle auf dem Bildschirm. Und da müssen wir das von dir im letzten Video angesprochene Opfer sozusagen bringen. Das werden wir auch gleich tun. Puh. Oh je, oh je. Ja, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Hast du einen? Ich habe zwei, die sich, oder drei, die sich nicht nehmen. Ich finde, wie genauso wie du, den Rent sehr gut, weil ich den Charakter toll finde. Der ist ziemlich ausgewichen und ziemlich, ja, ein harmonischer Charakter. Und ja, und außerdem der Älteste aus dem Trupp, den du da hast, und somit ein Ruhepol. Und dann mag ich den Ekary Hoppe de Fajon sehr gerne. Echt? Wirklich? Ich stehe voll auf den. Also er ist ein bisschen nervig, wenn man das die ersten Male durchspielt, aber eigentlich finde ich dann seine Story doch ganz geil. Und erst wenn du später, ich weiß nicht, hast du in dem Video schon was von dem Brunnen unter deiner Stadt gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Oh, okay, dann möchte ich hier jetzt nichts verraten. Auf jeden Fall, diese kann man mit Jean später sehr viel anfangen. Und der dritte Charakter, den ich gerne mag, den hast du auch schon drin, das ist Aspara oder Spa, wie es in der englischen Version, die ich kenne, heißt. Mhm. Der Pflanzen- oder Grasmann. Ja, die nette Lady da hinten. Ja, genau. Mit dem pinken Haar. Der Zwitter. Ja, wo man nicht so recht. Also ich finde, da war ich schon nicht so recht. Du hast das ja eindeutig bestimmt. Ja, ich habe das, ja, so bin ich. Nein, das ist, liest man so aus der, in der englischen Version sprechen sie ihn immer mit R an. Also, ja? Ja. Er wird Grassman genannt und sie sprechen ihn auch mit R an. Also Titel mit R. Aber aussehen tut er ja wie eine Frau. Ein bisschen. Gell? Hat aber zu eckige Schultern für eine Frau, ne? Also vielleicht so ein David Beckham unter David den Beckham Rollenspielern. Mit Sixpack? Ja. Und er hat ja auch gar keine Busen. Nein, das... Ja, ja gut, ja, ja. Aber ein weibliches Gesicht dafür. Gell, das ist doch ein brutal femininer Charakter. Ja. Nicht das nur wegen der sexy Haarfarbe. Ja, die nicht jeder hat, also... Er könnte auch hervorragend in einer Punkband als irgendein Musiker agieren. Oh ja. So Leadsänger. Ja, genau. Und die erste Single von denen heißt dann Schüttel dein Haar für mich. Oder deine Das ist gut. Genau, Schüttel dein Haar für mich. So, Namanda ist... Oh, da hast du wieder einen Ton gekriegt. Du hast ja den Häuserstil, wenn ich recht mich entsinne, die Holzbauten, so wie sie da stehen, ne? Ja, genau, ja, glaube ich. Ja, schade, dass ich da jetzt gar keine Tipps zu geben kann, weil ich das, glaube ich, nur einmal benutzt habe. Ach so. Also, ich weiß nur, dass man mit diesen tollen Amuletten so eine Art Spiel machen kann, ja, so eine Art wie ein Kartenspiel oder wie Memory oder sowas, und da kann man dann Gegenstände rauskriegen. Aber ich glaube, die sind nicht so wichtig, weil man sie auch im Verlauf des Spiels bekommen kann. Ach so. Mhm. Labern wir mal mit den Leuten.
Ja, das ist immer das Beste. Das war auch in dem, habe ich glaube ich sogar gerade runtergeschrieben, in der neuen Folge von dir. In den kommenden Levels, also in den letzten, ist es eigentlich sinnvoll, immer jede Person in jeder Stadt oder jeden Dungeon anzusprechen, weil das manchmal mit dem Weiterkommen zusammenhängt. Oh ja, das ist immer ganz gemein. Das kenne ich von Dragon Quest auch. Ja, da kannst du dann manchmal, übersiehst du eine Person, dann läufst du dann vorbei, willst du später anreden und dann... Pech gehabt, ne? Ja, irrst du endlos rum, bis du dann irgendwann mal angesprochen hast. Ja, das ist dann echt ein bisschen blöd. Ich freue mich auf, dass du endlich mit dabei bist. Tja, ich wollte ja schon so lange. Und jetzt hat's dann doch ganz spontan geklappt. Genau. Was so eine SMS alles ausmachen kann. Ja, genau, Steffi. Also da habe ich gedacht, Mensch, jetzt hat sie mich endlich mal eingeladen. Und ich mag auch mit ganz viel Elan, diverse Rollen in diesem tollen Video sprechen. Du darfst. Oh, ich war gerade ein Zombie, ha? Was bedeutet denn der Zombie-Status? Den bin ich jetzt nicht mehr. Nee, jetzt bist du nicht mehr. Den hast du nur, also wenn du getroffen wirst im Kampf, wehrt er für diesen Kampf. Und wenn du nach 3 Runden diesen Status nicht geheilt hast, mit Cure All, ich weiß gerade nicht, wie es hier in der deutschen Fassung heißt, dann wird dein Charakter, also auch optisch ein Zombie, und ist nicht mehr steuerbar, greift dann wahllos an. Ach so. Also dich und Gegner. Das und ist gut zu wissen. Nach dem Kampf wäre er dann tot, also musst du ihn beleben. Dann muss ich ihn jetzt, also habe ich das jetzt im nächsten Kampf auch oder nicht? Nee. Nur die Runde, wo du getroffen wirst von diesem Zombie-Flug. Ah ja, okay. Gott, was machen denn die da? Die brutzeln sich. Krass. Du darfst gerne sprechen. Die Leute. Wir läuten die Glocke mit den anderen zusammen. Wenn der Rhythmus nicht genau stimmt, dann können wir die Betzeit nicht abschätzen. Aha. Oh Gott. Wir läuten diese Glocke, wenn es Zeit zum Beten ist. Oh, es ist gerade soweit. Ach, welch Zufall. Okay, was muss ich tun? Wenn du das, was die jetzt machen, ich höre das ja jetzt gerade nicht. Ja, ich höre was. Kling, kling machen. Dann, also jetzt kannst du danach erst die Leute ansprechen und ganz normal weiterspielen. Und wenn du jetzt an diese Stelle zurückkommen würdest, nach dem nächsten Dungeon von mir aus, dann werden sie dir das nochmal erzählen, was sie eben gesagt haben. Und dann wird einer von den beiden fehlen, ich glaube der Rechte. Und du musst den ergänzen. Ach, und, scheiße. Genau, und mit dem anderen, scheiße trifft es sehr gut. Und mit dem anderen zusammen dieses Glockenspiel nachspielen. Mit deiner super. A- und B-Taste. Und dann kannst du einen geheimen Offensivzauberspruch gewinnen aus diesem Spiel, den ich selber aber noch nie bekommen habe. Ich weiß nicht, ob dein letzter Begleiter Raven Knight hieß er, ne? Mhm. Ob der das schon mal geschafft hat. Also ich habe es noch nie gepackt. Ich werde dich mal fragen. Oder ich hatte nicht genug Geduld. Kann auch gut sein. Auf jeden Fall sind die hier ziemlich strange drauf. Kann ich mit denen reden? Nee, kann ich auch nicht. Aber da ist noch ein Platz frei. Lass uns doch ein bisschen eine Runde brutzeln. Nee, schade. Ja. Was meint der da? Seine blauen Haare ansenken. Seine sexy Blue Hair. Ja. Oder baden können wir auch nicht gehen. Nee, ist ja komisch. Kann man den noch nicht mal ansprechen da oben, ne? Nee, das ist... Oh, doch. Die Lehren von St. Eva sind nicht falsch, aber sie werden von ihren Anhängern selten recht befolgt. Na toll. So ist das, so ist das. Die sind so strange drauf, guck dir die mal an. Die Rechten, ja, die brutzeln sich und die Linken, die pennen auf einem Nagelbett. Ja, das kennen wir ja von den Indern oder wer auch immer das gemacht ja. hat. Ja, krasser Scheiß, ey. Naja, die sind alle ein bisschen masochistisch veranlagt. Ich würd's auch spielen. Tja, musste leider noch einen kleinen Moment warten. Vielleicht kommen wir noch dazu und du kannst es ein- oder zweimal versuchen. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hoch? Jetzt gehst du hoch erstmal, ja. Ah, okay. Puh, das ist ja mal heavy. Und gemein ist es zudem noch. Hast du da nur eine Chance oder mehrere Chancen? Das nee, du kannst das immer wieder versuchen. Ah? Aber wie gesagt, da muss man dann halt wirklich Geduld für haben. Mhm. Und, also ich konnte sie zu meiner Schande nie aufbringen.
weil ich weiß, habe immer nicht rausgefunden, welche von den, ich glaube, es sind vier Geräusche. Die es macht, also zwei Klingelgeräusche und zwei Bassgeräusche oder Taktgeräusche. Und ich habe immer nicht rausgefunden, welche davon ich spiele. Und das machst du jetzt bitte 30 Mal. Ja. Wow, zweimal haben wir schon, dreimal. Wieso das? Das erzähle ich dir danach. Ich kann gerade, ich zähle lieber nicht mit, weil ist ja bei mir zeitversetzt. 5, 6, 7. Kann sich nur um Stunden handeln, ne? Ja. Ich weiß, womit das Video gefüllt ist, was ich mit dir zusammen aufnehme. Ja. 10, 30 Mal. Ja. Du kannst dabei gerne was erzählen. Also ich hoffe, dass... also ich hoffe, es sind 30 Mal. Es könnten auch 13 sein, aber nein, es waren 30, glaube ich. Das dient folgender Sache. Ja. Und den Feuerschamanen. Mhm. Ist richtig, ne? Ja. Und wenn du das hier machst, dann bewirkt das, dass du im späteren Spielverlauf einen weiteren Schamanen kriegst. Machst du es nicht, bekommst du ihn noch nicht. Ach so. Da du aber vielleicht wichtige Kombinationen mit deinen Figuren, ich weiß ja dann nicht, wen du am liebsten magst und am Ende mitnehmen willst, eingehen willst, solltest du den Erdschamanen haben, denn der ist zum Beispiel sehr wichtig für dein kleines graues Pferdchen da hinten. Mhm. Für Rand. Genau. Rand oder wie auch immer. Ja. Jetzt habe ich vergessen, wie oft ich schon hab. Echt? Mhm. Hätte ich bloß nicht geredet. Nee, das lag nicht an dir. Das liegt dran, dass das so eintönig ist und dann vergesse ich immer richtig zu zählen. Ich mache halt sicherheitshalber, kriegen sie noch ein bisschen mehr gespendet. Also du hast ungefähr im Kopf und haust noch 10 drauf. Ja, ungefähr so. Ich habe ja immer ein offenes Ohr für Spenden. Ja. Wenn sie unaufdringlich sind. Genau. Ich hätte das nicht besser sagen können. So, ich mache jetzt gleich Schluss jetzt mit Spenden. Haben sie genug Kohle, da könnt sie... Hey Mann, den nächsten Tempel von denen, den habe ich ganz alleine organisiert. Ja, und der ist dann auch nicht mehr in der Höhle. Den können sie sich dann gleich irgendwie auf Betonfundament bauen. Ja, Turmbau zu Babel ist ein Scheiß dagegen. Ja. So, ich glaube, ich habe jetzt echt 30 Mal, du. So, langt jetzt. Muss reichen. Muss reichen. Hab kein Geld mehr. Ah doch. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist zu der Zeit nicht so verheerend, dieses 30 Mal spenden. Deswegen bin ich auch der Meinung, das war richtig 30 Mal. Ja. Das wäre gut. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich den nicht. Also gnadenlos. Nee, dann kriegst du den Schaman gnadenlos. Also jeder Schaman, den du ab hier, sag ich mal, bekommen kannst, bekommst du nicht ohne etwas Besonderes, was du tust. Hast du den Wetterkontrollturm schon gemacht? Nee, ne? Ich weiß gar nicht. So ein Ding, wo du mit dem Ball hinschwimmen musst, was mitten vom Ozean ist? Oh Gott, ich glaube, ich habe den schon gemacht. Also mit dem Wasser da. Genau. Ja, den habe ich gemacht. Den hast du gemacht? Den habe ich halt solo gemacht. Da hatte ich niemanden, der mir zur Seite steht. Hatte ich keine Freunde. Also ich wäre immer für dich da. Ja, das ist schön.